in the Hotel. Ihr habt ja nur gerade gesehen in dem Video, was wir heute alles gemacht haben. Martin hinter mir, der lacht sich gerade schon seine Fresse aus dem Gesicht. Martin, was ist denn so lustig? Alles in Ordnung, Jungs. Alles in Ordnung. Gut, Mann. Was können wir erzählen zu heute? Erzählt mal. War ein anstrengender Tag, definitiv. Ja. Lange Fahrt, lustig auf jeden Fall. Kölner Dom, Hit Cardio. Im wahrsten Sinne des Wortes, habt ihr ja gerade gesehen. 544 Stufen, das war auch der Grund, warum ich da hochgekommen bin und komplett im Arsch war. Und auch Markus. Definitiv, wir haben keine Pause gemacht, sind nach oben gesprintet quasi. Also, ihr habt am Anfang gesehen gelaufen, aber wir sind echt danach noch nicht. Wir haben Leute überholt, Mann. Manche haben Pause gemacht da, deswegen. Keine Pause. Die Wege haben Knall, Mann. Von oben bis unten durchgesprintet. Wir waren in weniger 3 Minuten oben gewesen. Ach, wenn überhaupt, Alter. Mega Challenge, go, go, go. Mir war das gewesen. Und oben hätte ich fast da gekotzt, Junge. Dann fehl ich zusammen. Ey, hör auf zu lügen, Alter. Echt bestimmt nicht, Mann. Ja. Aber Sauerstoffmangel hatte ich wirklich schon gehabt. Deswegen war der Kopf so rot. Ja, weißt du, weit oben, Mann. Das ist klar, Kölner Dom. Okay, Höhe, ne? Was war noch gewesen? Danke, Donuts waren die Jungs gewesen. Danke, Donuts waren die Jungs. Und, ohne Mist, Martin. Oh yeah, Dunkin' Donuts, Alter, ist schon richtig geil. Sah sehr geil aus, auf jeden Fall. Hat auch geil gerochen. Martin war der Erste, der schwach wurde, ist dann rausgegangen. Ja. Es hat doch geil gerochen da drinnen. Ich musste dann rausgehen, bevor ich schwach werde. Leute, Scheiß da kochen. Ihr wart die Freaks, die sie geholt haben. Wie hat es schmeckt, Mann? Es hat einmal frei geschmeckt. Was denn? Den schönen Vanille-Himbeer-Donut gehabt. Den hatte ich auch. Die hatte Markus auch. Einfach nur. Und Markus hatte diesen lecker. Boston Cream, den habe ich dir empfohlen. Richtig, ich hatte aber nur zwei, ja, um es anzutesten, weil ich echt cool da war. War nur 600 Kalorien. War nur 600 Kalorien. Also ist ja nicht viel wert. Ey, sei früh mit Bananen, Alter, was wollte ich von mir? Ach, nochmal mit Bananen, Martin. No, gut, okay. Das war ja Frühstück, Mann, um 4, Alter. Alles klar. Wahnsinn, Junge. Donuts, okay. Dann wollten wir zu KFC. Ich war noch nie bei KFC gewesen. Nein. Und von der Werbung sieht es ja mal richtig geil aus, Mann. So gut. War es so gut gewesen? Nee, nicht also, war enttäuschend. Wir haben uns also schön gemacht. Also, war ja wirklich so. Wir haben die geholt, aber das war. Eigentlich Geld rausschmiss. Von der Sache her. Also, wir haben 30 Euro haben wir bezahlt. Ihr habt ja gesehen im Video, Micha kam da raus mit seiner schönen. Mit dem schönen Eimer. Ja, mit dem schönen Eimer. Zwei Beutel waren es gewesen. Ja. Aber. Es war enttäuschend. Es war so enttäuschend, dass wir danach noch zu Subway gegangen sind, weil Subway definitiv geiler war. Aber nicht vergessen, wir haben vorher aufgegessen. Den ganzen Scheiß. Naja, Martin hat den ganzen Eimer gefressen. Wir haben ihn ein bisschen. Der Salat war gut, Mann. Ey, der Salat war gut gewesen. Ja. Der Maiskolben war gut gewesen. Der Salat war gut gewesen. Der Maiskolben war richtig gut. Pommes habe ich nicht gegessen. Aber das Zeug, die ganzen. Mann, diese geilen Dinger, die sie mal in der Werbung zeigen, diese Filet-Bites, wo sie mal sagen, hier ist das noch Fastfood. Ja, die hatten wir gar nicht drin gehabt. Nee, leider nicht. Wir hatten Chicken Wings, Hähnchenteile, dann so einen uschfetten Brocken, wo du gesagt hast, das ist ein halber Hahn. Hähnchenbrust oder so. Und bei dem Zeug. War es wirklich so, man merkt wirklich das Fett, also von der Menge war es da gar nicht, war es zwar nicht mal viel gewesen und trotzdem hatte ich mit diesem Eimer, wir haben es ja geteilt durch 4, hatte ich 1500 Kalorien drin, also das war schon echt Oberhammer, Alter. Hat sich gar nicht gelohnt, Alter, eigentlich nicht wirklich. Dann wollen wir zu Pizza Hut, finde ich usch geil, Alter, aber, ja, was hatten sie jetzt, die Viertelstücken? Ja, das war wahrscheinlich wirklich sau teuer. So teuer ist es auf jeden Fall auch gewesen. Also waren wir uns entschieden, dass wir rüber zu Subways gehen. Alles klar, Mann. Was zusammenstellen, was Gesundes für zum Abendbrot. Wir haben es nicht gleich gegessen, wir haben es mitgenommen. Wir haben es mitgenommen ins Hotel, haben es zum Abendbrot schon verspeist. Genau. Ja, also quasi vor einer halben Stunde oder so. Uns gerade eben das passiert. Genau. Sind wir mittlerweile Abend, wir sind jetzt wieder zurück in unser Hauptquartier-Hotel-Höhle. Markus, wie viele Kalorien hast du denn gefressen? Ey, laut meiner App war es eigentlich gar nicht mal so viele, wa? Also ich habe noch 1000 oder so. Oh, 3000. Nein, Mann, kannst du vergessen. Ich habe geguckt, das war wirklich nicht viel. Pass auf. Jetzt. Pass auf, ganz einfach. 2 von deinen Donuts. 600. Denn die Viertelportion von den KFC-Scheiß, 1500. Die Banane war 200. 2000 noch was. Okay, sagen wir 2, 2, 4. Das Subway, 800, das Ganze? Nee, ich habe mir einige, das war weniger. 700 noch was waren das. Oh, du verschissen, Mann. Hier runter auf. Mann, du Bengel, du hast schon ja 3000. Ich darf 2,9 haben. Ach, seine Cola hat er sich auch noch geholt. Cola-Flasche. Markus, hier fliegt alles auf, Mann. Hier fliegt alles auf. Ey, ich bin hier in Köln, verstehst du? Ich hab Urlaub. Egal. Ey, Leute, was wichtig ist noch, was wir gemacht haben, wir haben es einfach nicht mehr geschafft, so ein Video darüber zu machen. Ich und Markus sind auf Entzug. Ja. Markus, willst du was erzählen? Wir haben Booster-Entzug. Das schon seit 10 Tagen haben wir gesagt, wir nehmen keine Booster, aber keine Pusher mehr. Weil wir gedacht haben, bis zur FIBO halten wir durch. Und dann haben wir, wenn wir von der FIBO uns Stoff besorgen können, was das jetzt? Dann wollen wir den mal richtig halten. Stoff! Alter, Markus, du musst die Worte streichen. Stoff! Das ist kein Stoff, das ist eine Nahrungsergänzung. Stoff, Alter, dope, Mann! Ich bin damit so. Mann! So aus.
Und wir haben es nicht nur gedacht wegen der FIBO, das ist einfach so, Mann. Wir wollen mal clean bleiben, Manuel. Wir wollen mal gucken, was ohne Push-Up passiert beim Sport. Der Markus, der ist hier die Oberkante, der ist wirklich ultimativ abhängig. Also der nimmt ja seine vier Scoops und sagt, es ist eine Lachnummer. Ey, der war auch schon auf Arbeit gewesen, hat sich mal so einen neuen Booster geholt. Da hat er mir jetzt vier Schabarinen gemacht, hat er gemeint, merkst du schon was? Habe ich gesagt, na, nicht so richtig. Soll ich dir noch einen geben? Hat er mir nochmal einen gegeben, dachte ich zumindest. Auf einmal wurde mir bei meinem Sport richtig schlecht. Und da hat er mir später erzählt, dass er mir jetzt 4,5 gegeben hat. Die Sau. Also 4,5 quasi. Ja, das war einmal mal viel zu hart. Aber echt mal fair, ich habe es genauso gemacht bei mir, aber bei mir war es okay. Und das Ding ist einfach nur, immer wenn wir Booster-Tests machen, wir wollen uns ja, also wir wollen euch ja draußen so ein ehrliches Feedback geben, wenn man aber schon so resistent ist, so wie wir jetzt quasi, nicht mal mich, ich nehme mal Markus als Person, ja, der ist klar, ja, Mike, ja ist der ultimativ resistente, ja, ja, dann ist es halt sau schwer. Also haben wir jetzt gesagt, pass auf, 10 Tage Pause, sind jetzt 10 Tage. Was sind jetzt 10 Tage, ja. Wenn wir morgen keinen Booster bekommen, dann vielleicht sogar noch ein bisschen länger, ja. Aber ich denke mal, wir kriegen auf jeden Fall morgen einen. Wir jetzt um noch 9 Booster mal für euch, die wir für euch testen werden. Genau, und dann können wir euch auch ein ordentliches Feedback geben. Ja. Wir schauen einfach mal, was es auf der FIBO gibt morgen. Ja. Was machen wir jetzt gerade noch? Video gerade noch mal bearbeiten hier. Damit es Montag alles online ist. Sonst doch hier schön drüben am Hotel gibt es hier schön Steakhouse. Das ist American. Warte mal, Leute, ich zoome mal ran. Genau gegenüber von Iron Fanatics Höhle. Grillhaus, American Bar. Sie können uns recht leiden sehen hier. Da gehen wir auf jeden Fall morgen hin. Also ja. Morgen gibt es keinen. Also heute haben wir uns so richtig gut gehen lassen. Heute war Fast Food Day. Ja, obwohl, Subway ist ja echt top, man. Subway ist wirklich ist echt top. Und wir haben es auf den ganzen Tag verteilt gegessen. Also jetzt nicht hier nur hintereinander weggefeuert. Also wir haben es wirklich verteilt auf den Tag. Und wir haben uns extrem ohne Scheiß viel bewegt. Okay, gut. Ich habe alles ganz Köln gerannt, das definitiv. Ich habe alles innerhalb von 3 Stunden. Also wirklich, ab das erste Ding, was wir hatten, das Wire KFC bei mir. War das erste. Und danach waren wir Subway. Und dann vielleicht sogar noch 4 Stunden. Ja, morgen unser Plan. Morgen FIBO, wir freuen uns wie Sau drauf. Ach, was wir vergessen haben zu sagen. Leute. Also wenn man wirklich jetzt zu der Zeit hier hinkommt, wo jetzt die Messe ist, das fällt volle Kanne auf. Jo. Alter, was wir heute da für Typen gesehen haben. Wow, Stadt. Und zwei davon waren ultimativ krass. Also einer war richtig schön auf Stoff, Alter. Der hat so fette Arme gehabt und die Adern kamen da raus. Das war ja Wahnsinn gewesen. Ja, also wirklich. Das war unglaublich. Und ja, ganz viele. Wir wurden auch angequatscht. Was war das gewesen? War das so ein, irgendwie so ein Laden? Da sind wir vorbeigegangen und dann hat er doch erzählt, so, was denn mit FIBO? FIBO. FIBO, ja, irgendwann hat er erzählt. FIBO kam los und wir so, yo, FIBO. Wollt ihr was gewinnen? Wir haben schon gewonnen, wir sind hier. Na, alles klar. Ja, mehr gibt's jetzt nicht mehr, Martin. Irgendwas noch zu sagen? Mehr gibt's nicht, no. Nee, gibt's nicht. Ja, das FIBO tun wir jetzt nochmal hier einfügen. Dann gehen wir schlafen, dann gehen wir mal frühstücken. Und dann geht's los zur FIBO. Und dann geht's los zu den ultimativen Monstern. Heute sind wir erstmal komplett durch. Also ja. Wirklich für heute sind wir komplett definitiv durch. Gehen wir auf den Schlauch. Also wirklich so früh losballern und dann alles drum und dran. Ihr habt's ja gesehen. Also bei euch in dem Video war es eine Kurzfassung, aber für uns war es schon ein paar Minuten Fahrt. Ja. Ah. Ja, schon Fahrt mit Stau. Ja, mit Stau, ja, definitiv. Ach, geil. Mein Sofa. Egal, Leute, komm, wir verabschieden uns. Jo, war ein schöner Tag, ein schöner Tag. Bis morgen. Bis morgen. Ciao.